Wir gucken jetzt den Test von Sturmwaffel, beziehungsweise was Sturmwaffel zu Loco Chicken sagt. Der hat hier wohl überall mal reingesnackt. Ich glaube, er war sogar bei Trimax im Stream die Tage. Ich bin doll gespannt, denn auf Google ist es hinterlegt als Grillhähnchen-Shop. Ich stelle mir einfach nur vor, wie geil das wäre, wäre er da zu Trimax im Stream gegangen. Die hätten da sein Chicken gegessen. Angenommen, ich wäre da gewesen, die hätten mich gefragt. Also privat, wenn Kamera aus ist, kann ich auch mal lügen, ne? Weil ist mir egal, ich will ja jetzt auch nicht einen Kollegen ans Bein pinkeln. Aber mich hätten die nicht fragen sollen nach dem Chicken, wenn er scheiße ist. Ich hätte entweder gar nichts gesagt oder ich wäre ehrlich gewesen, weil anders geht das nicht. Aber hätte ich mich mal interessiert, wie Luciano reagiert hätte, wenn jemand gesagt hätte, das finde ich nicht so geil. Weil das erwartet ja überhaupt keiner. Überhaupt keiner. Ich denke, er hätte sehr cool reagiert, weil was anderes bleibt ja nicht übrig. So ganz kritikunfähig dann zu reagieren, wäre einfach nur Dulli. Aber das hätte mich maximal interessiert, wie die da reagiert hätten. Sturmi. Oh, sexy Sturmi, Alter. Was ist da los, Alter? Hände unterm Tisch weg, Leute. Hände unterm Tisch weg. Sturmi ist on fire. Und zwar ist es das gleiche Unternehmen, was auch von Trimax und Knossi die Happy Slice Pizza macht. Und die haben immer so bestehende Firmen und dann sind da so einzelne Rezepte. Ich habe mir jetzt was bestellt und sitze hier vor, weil das ist nicht in unserem Lieferradius. Ich nehme es jetzt gleich mit. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also eins muss man safe schon mal zu den Preisen festhalten. Die Preise sind frech. Die Preise sind schon heftig. Unabhängig vom Geschmack. 3 Wings, 6 Euro. 2 Euro für einen Ring, also das ist ja, also das geht nicht, Leute. Wenn du denn den Eimer anguckst, der echt klein ist für irgendwie 27 Euro oder so, der ist echt klein, das sind nicht diese Eimer, die es früher bei KFC gab, sondern gefühlt nur die Hälfte, das ist zu heftig. 100 Euro habe ich ausgegeben, 107, schmerzhaft, sage ich euch. Aber kleine Soße 1,50 ist auch schon hart, also so eine Waffel mit Dings drauf, 7,95, also das ist ja zu vergleichen mit, also beinahe 2 Cookies oder so. Also das geht nicht, Leute. Das ist schon ein bisschen zu heftig. Man darf nicht vergessen, es sind auch TK-Produkte, ne? Du gehst nicht ins 3-Sterne-Restaurant und holst dir sowas, sondern kriegst da so ein TK-Ding. Und hört sich ganz gut an und ist vegan. Schauen wir uns mal im Studio an, würde ich sagen. Wir sind wieder im Studio und haben ganz schön fleißig eingekauft. Nochmal für 100 Euro. Ich habe euch ja den Bestellscreen gezeigt, habe ich jetzt so alles. 100er. Das snacke ich zu zweit weg mit einem Kollegen hier. Ach, ich ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal erstmal. Was wir in Mönchengladbach zumindest kriegen können. Ich fange mal an mit ein paar Pommes. Man sieht Löcher in der Verpackung. Das snacke ich zu zweit weg mit einem Kollegen, ja. Jeder ein Fuffi. Gut, da sollten zumindest die Inhalte, sowas wie diese Potato Pops hier, nicht so matschig werden. Überall auch Löcher drin. Sind sie auch nicht. Das ist im Prinzip wie heißt das? Genau, Kartoffelpuffer. Und noch Kartoffelsubstanz innen drin. Gute 2,5 schlage ich. Das hier, die Chickens, lol. Ich bin schon so auf Chicken geprimed. Das ist eine Pommi. Richtig dicke, crunchy Panade. Leider wenig gewürzt. Aber sind auch Ghost Kitchen. Das sagt jeder. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Gucken die auch die Kritiken von den Leuten an? Jeder sagt, die Pommes sind nicht gewürzt. Hau doch mal ein bisschen mehr Würze denn drauf da an die Dinger. Also man muss doch irgendwie auch reagieren und sich Feedback zu Herzen nehmen. Egal, wen ich höre, die Pommes sind nicht gewürzt. Das heißt, es sind andere Küchen oder andere Restaurants, die es schon gibt, die einfach dein Rezept machen. 2,3. Ich finde die kleinen Bällchen geiler, muss ich sagen. Habe ich so in der Form auch noch nicht gegessen. Wir haben ein massives Bollwerk an Soßen. Wir haben ja einmal die Barbecue-Soße, Hot-Soße, Barbecue-Soße, Hot-Soße. Dann sowas Mayo-ähnliches. Steht halt nichts drauf, das ist das Problem. Wir haben nochmal was Rotes, nochmal Mayo ähnlich. Wir haben was Dunkelrotes, nochmal Dunkelrot. Und hier ist nochmal Hot Chili Sauce. Hier ist auch nochmal Hot Chili Sauce. Keine Ahnung, die beiden nochmal, die sind ausgeschildert. Und das da. Ich glaube, das sind alle Soßen, die es da gibt. Aber gehen wir mal rein ins Hähnch. Die große Box hier. Seht ihr das? Das ist die große Box. Es ist echt die große Box. Und die haben doch noch nichts rausgenommen für 27 Euro. Also Leute, das geht echt nicht. Also das können sie nicht bringen. Ich hoffe, er sagt gleich, dass die da was rausgenommen haben. Früher bei KFC waren die wenigstens voll, die Dinger. Also wenn das der Fall ist, rest in peace, Mann. Rest in peace für 27 Euro. Und das Ding, er ist nicht mal der Boden voll. Wenn ich zu Aldi gehe, für 3, 4 Euro kriegst du so eine Wings, kriegst du für den Ofen, haust den Ofen rein, nimmst du sonst 2 Packung für 6 Euro und du hast hier den Eimer voll. Das ist echt, ey. Ich dachte, der wäre zumindest voll, der Eimer. Ich konnte nur diese Größe auswählen, also das ist immer ein bisschen leer. Sieht ein bisschen wild aus. Vor allem sieht ja aus, als hätten die Gefrierbrand gehabt. Okay, das sind die Filets. Die sind nicht so teuer wie die Wings, aber trotzdem. 22 Euro, jetzt mal ganz im Ernst. Geht nicht. Ich glaube, das ist aber jetzt nicht so leicht abgeranzt, auch wenn das hier so ein bisschen wild aussieht. Das ist einfach nur unfassbar viel Panade, die da drauf ist. Ja, weil man da natürlich auch wieder
erspart. Ist nicht so teuer wie Fleisch. Wahrscheinlich haben sie gemacht, Leute, wie die dämlichsten Hinterwäldler Dönermänner, die einen Dönerladen aufmachen, machen dann 3 Tage, locken sie, machen den dicksten Döner überhaupt und danach kriegst du einfach nur noch, keine Ahnung, ein Drittel an Fleisch. Als würden es die Leute nicht merken. Als würden es die. Dann mach doch gleich deinen normalen Döner, du Dulli. Mach gleich deinen normalen Döner. Aber wenn du die ersten 3 Tage Bombe machst und danach Scheiße, dann kommen die Leute trotzdem nicht mehr. Das hat Logo Chicken den gleichen gebracht. Also bei mir war nicht so viel Panade. Dann hieß es wohl die Anweisung: Ey Jungs, macht nach einer Woche doppelte Panade, ja? Bisschen Pada sparen. Und das ist diese Käse-Knoblauch-Geschichte, die ich hatte. Lecker aber. Also nur so pur, super intensiv, super salzig, aber lecker. Also das ist bei mir schon eine gute 3,5, wenn es um Fried Chicken geht, sage ich euch. Also für so auf die Schnelle ist alright. Dass man es nur bestellen kann, auch okay. Ist ein bisschen komisch in Mönchengladbach inseriert gewesen. Das sieht nämlich auf Google Maps aus, als wäre es wirklich ein Shop, aber das ist einfach so mit so Photoshop über den Laden so dieses Logo drüber gezogen worden. Also zum Beispiel der Layron. Kriegst für 7,99 kriegst ein ganzes Hähnchen am Hähnchengrill, wo du safe satt wirst, so mit Pommes noch dazu. Da kaufe ich dir doch nicht für 22 so eine Hähnchenbox. Also da kommt man sich ein bisschen auch für Dummverkauf vor. Location irgendwie wild, aber ansonsten alright. Und noch gut crunchy. Machen wir mal auf. Schmeckt alright. Du bist auch so ein alright Sturmi. Auf. Oh, das ist ein Nachtisch. Wir fangen an mit einem Brownie. Ist aber schon lustig. Das muss man schon mit seinen Begriffen, muss man schon ein bisschen eingestehen. Walnüsse mit drin. Ansonsten gut sopschig mit Schoki oben drauf. Let's try. Ist alright. Oh Mann, ey. Schmeckt auch alright. Der ist echt, oh, der ist gut. Also ich habe den auch gegessen. Der war in der Tat, wie ich finde, nicht alright. Irgendeiner Pizzeria, weißt du, was ich meine? So einen Brownie bestellen würde, wäre der irgendwie so vom Look and Feel nicht großartig anders. Ist sehr so, ja, fertig. Bei mir eher, bin ich ehrlich, so 1,8. Ja, danke. Ich dachte, wäre alright erst. Das habe ich nicht gecheckt. Aber ist doch nicht alright. Realistische Einschätzung. Checke ich auch nicht. Lass den raus, Luciano. Lass den einfach raus. Die Waffel, die man bestellen kann mit Kinderriegel drauf und. Die ist saftig, knaftig, geil. Das Ding, warum nimmt man das rein? Das ist scheiße. Denn lass es einfach raus. Nimm deine Waffel, die ist Bombe. Es gibt so viel sapschigere Dinger, die so, wenn sie so fertig frisch gemacht sind oder nochmal so eine Schokosoße drüber so übel eskalieren. Gibt's auch welche in Gladbach? Das ist übelst leise hier auf einmal, ne? Sag doch mal was. Habt ihr bestimmt schon geschrieben, aber habe ich nicht gecheckt. Machen wir mal weiter. Was erwartet uns jetzt? Ach du heilige Mutter. Ich weiß ja auch, dass wir die... Ach du heilige Mutter. ...wir Veganen haben. Oh, der war auch, Leute, der war gar nicht gut, ey. Der war gar nicht gut. Ich habe zwar nicht genau den, aber der hat so ein komisches Säureverhältnis zu Süße und ich weiß nicht, wer sich auf der die Kombo ausgedacht hat. Aber es war ein anderer. Vielleicht ist der ja geiler. Ich hatte den Harissa. Das ist der Barbecue, glaube ich. Aber was das ist und was das war, ist jetzt halt die große Frage. Wir haben hier Bacon mit drauf. Wir haben Chicken mit dabei. Wir haben so... Ich komme immer nicht auf seinen Spruch drauf klar, ja. Mal schauen, ob der alright ist, Alter. So eine Mayo-Geschichte darüber. Und das alles ist auch so einer Waffel. Jetzt war ich natürlich auch in dem Laden. Man steht in dem Laden direkt in der Küche und hab gesehen, dass das einfach so TK-übelste, also so Großhandel-Fertigwaffeln waren. Also zumindest hatten die da. Vielleicht hatten die auch die Original nicht mehr, aber da war jetzt nichts groß pre-gebrandet. Schauen wir mal. Soße, leckere Barbecue. Waffel ist okay. Und dann so ein Chicken-Stück dazu mit Bacon drauf. So alles auf einmal essen, Sturmi, nicht einzeln runterfischen. Das ist ja wie ein Burger, den man isst, wo du wieder 3 Stockwerk hohen Burger hast und alles einzeln essen musst. Die Idee fand ich wild, wenn es denn aber auch reinscheppert, so, wisst ihr? Finde die Kombo auch alright. Finde diese ich hab nur drauf gewartet, hör auf damit, Sturmi, Mann. Du machst mich kaputt. Ultra perfekt, muss ich sagen. Da sind wie so große Zuckerkristalle drin und die wirken teilweise hier nicht so fertig gebacken. Auch eher so geht so, auch wenn das Chicken da drauf sehr lecker ist, muss ich sagen. Barbecue-Soße auch sehr lecker. So diese Mayo-Geschichte, die da oben noch drauf ist, ist so ein bisschen im Hintergrund dadurch, weil das schon sehr, sehr dominant sojalastig ist so. 1,9, aber auch eher hier an der Stelle. Ja, aber wenigstens ehrlich, Leute, wenigstens ehrlich. Auch wenn, ich weiß nicht, was sie war, ob sie Soße war, die alright war, aber Gesamtbewertung ist schon realistisch. Einfach weil die Waffel, die haut mich dann nicht um. Wenn es nur das Chicken gewesen wäre, auf jeden Fall mehr. Aber die Waffel ist es nicht da drauf. Ich glaube, wir haben noch ein paar Waffelgerichte. Ich bin mal gespannt, wie die sich die anderen so machen. Einmal der hier. Das sieht mir aus wie die... Die sehen auch aus wie die...
übelst ranzigsten TK-Dinger, die ich schon aus der Packung hole, bei Lidl eingekauft und mir denke, Alter, mach doch mal wenigstens eine geile Panade. Und dann ist wenigstens die Optik knaftig. Die gehen klar. Für Vegane, ich erwarte nichts, wenn ich was Veganes esse. Sag ich euch wirklich, ich erwarte nicht das Geschmackserlebnis. Und dafür, finde ich, gehen sie klar. Einmal auf die Nummer. Sieht man jetzt keinen großen Unterschied zu so normalen Nuggets. Die haben zwar so eine kleine, krosse Panade, muss sagen, oh, das ist ein schweres Statement, jetzt tut mir wirklich leid, ich mag Luciano voll gerne. Dementsprechend muss ich aber trotzdem und möchte auch eine ehrliche Meinung haben. Ich sag, Veggie Nugget. Kuss, Pascal, für das Abo. Von McDonald's, besser. Ist nicht so klein, crunchy, wird dann ganz schnell so sandig auch im Mund. Ist eher so durchgehend bei den Mc's-Dingern. Das ist da für mich stronger, bin ich ehrlich. 1,9. Auch realistische Einschätzung, muss man ihm lassen. Nächstes. Ah, das sind nochmal diese Tenders, also diese Chicken Fingers. Nur diesmal haben die so einen anderen, ja, wie so eine andere Würze nochmal oben drauf. Ich glaube, das kriegen die direkt nach der Fritteuse drüber. Das hier ist jetzt dieses Knoblauchige, glaube ich. Oder ist das das Knoblauchkäsige? Auf jeden Fall sollten das unterschiedliche sein. Let's try. Oh, schmeckt übel nach Käse. Also diese Gewürzdinger, die da oben drauf sind, sind übel sick lecker. Aber die haben einen Salzanteil, der ist aus dieser Welt hinausgekickt. Ey. Das ist das wirklich perfekte Kateressen, wenn ihr einen richtigen Salzhieper habt. Schmeckt sehr intensiv nach Käse, genau wie das hier nach, was war denn das? Hot Chili irgendwas? Weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber lecker. Also diese Chicken-Dinger, sehr lecker. Auch hier 3,5, sage ich. Leg das mal zu den anderen Chicken-Sachen. Nochmal ein Dessert. Wir haben eine Waffel mit dem Brownie von gerade eben, der einfach reused wurde. Und so ein paar kleine Raffaelos mit Peanut Butter, oder? Ist so Erdnussbutter? Und Nutella? Kann ja auch nur wieder scheiße sein, weil auch der Brownie halt beschissen war. Also einfach auch ein bisschen Kiffer-Vibe. Ich habe noch ein bisschen Brownie, ich habe noch eine Waffel. Oh, diese Waffeln sind irgendwie nicht ganz durch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme mal ein bisschen Nutella, ich nehme ein bisschen Erdnussbutter. Jetzt mal hier auf die Waffel. Und dann noch das Raffaello hier hinterher geschoben. Erdnussbutter und Nutella ist übel geil. Ansonsten der Brownie reused von gerade eben ist okay. Kann den Gedanken verstehen, man benutzt Waffeln, man benutzt den Brownie. Dann braucht man nur noch ein bisschen Nutella und Erdnussbutter und irgendwie so ein paar irgendwie fertige Süßigkeiten. Das ist ja auch voll der Trend in den letzten Jahren geworden. Von daher, ich verstehe das schon. Wäre es mein Favorite Nachtisch? Glaube nicht. Passt es hierzu? Passt schon. Ist voll solide, ist ein 2,5, genau mittelmaß. Ich verstehe, wo es herkommt. Nicht mein persönlicher Vibe, sage ich. Ist halt viel fertig. Nutella schmeckt nach Nutella, Erdnussbutter nach Erdnussbutter. Es ist halt grundweg solide. Zusammen schmeckt schon geil, aber trifft nicht meinen Zahn gerade, sage ich, wie es ist. Also ich fand die Einschätzung von Sturmi alright. Gehe damit konform, das hat er realistisch eingeschätzt. Mich würde jetzt mal der Erste interessieren, der sagt, das ist so absolut der Shit. Das hätte mich jetzt eher mal interessiert. Aber Sturmi hat das schon realistisch eingeschätzt.